und echt super. Und jetzt habe ich zum Beispiel zu doll raufgedrückt, so ein Mist. Ah, ich kann euch nicht zeigen, ich bin zu blöd. Moin Moin und hallo zur ersten TV-Show zum Thema Tabletop und Miniaturenspiele. Ich bin Dennis und das ist Deist. Um es noch einmal ganz grob zu erklären. Ein Tabletop-Spiel ist im Endeffekt nichts anderes als ein Brettspiel, das man ohne festes Spielbrett spielt und dazu seine Spielzeugsoldaten benutzt. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, ist es tatsächlich auch. Allerdings muss man sagen, dass das Spiel von Tabletop-Spielen äußerst anspruchsvoll ist. Und solltet ihr jemals das Videospiel Dawn of War gespielt haben oder von Total War Warhammer gehört haben, dann kennt ihr zumindest zwei der großen Marken. Aber um das komplette Hobby zu erklären, dafür habe ich jetzt leider keine Zeit. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr immer noch nicht wisst, was es ist und ihr mit der Materie noch nicht so ganz bewandert seid, schaut euch doch einfach mal auf dem Kanal von Deist bei YouTube die ersten zwei Folgen von Deist an. Dort wird nämlich alles verständlich von Anfang an erklärt, dass es auch jeder versteht. Heute steigen wir auf Spike, bemalen rostige Waffen und wir schauen, wie meine Saga denn so weitergeht. Aber um einen sehr seichten Einstieg in die nächsten 18 Minuten Hobby zu finden, kommen jetzt als erstes die News. In Folge 9 habe ich euch Dead Zone von Mantic Games vorgestellt. Dieses Brettspiel spielt ja im gleichen Szenario wie das Tabletop Warpath und genau dieses bekommt jetzt per Kickstarter-Finanzierung eine neue Edition mit massig an Figuren. Wolltet ihr schon immer Weltraumzwerge zocken, dann solltet ihr den Kickstarter backen. Bis Montagmorgen, den 12. Oktober um 1 Uhr, habt ihr noch Zeit. Die Figuren zum Conan-Brettspiel sind nun endlich fertig. Monolith veröffentlichte vor kurzem die ersten Fotos der Miniaturen, die dem Spiel beiliegen werden. Und mal ehrlich, für ein Brettspiel sehen die schon richtig gut aus. Hat hier jemand Star Wars gesagt? Nun ja, fast. Alle Spieler, die Sci-Fi-Gelände benötigen oder Freunde, die gerne Raumschiffe basteln, sollten sich das hier mal anschauen. CNC Miniature Scenery haben ihren Peregrine Y2K Light Freighter vorgestellt. Bisher sind es zwar nur Renderbilder, aber wenn das Ding im Dezember wirklich so detailliert und bespielbar rauskommt, wäre das doch schon ziemlich nett. Vor ein paar Wochen hatte ich den Start in das Spiel Saga verkündet und habe mir Figuren geholt und ein paar Utensilien zum Spielen gekauft. Tatsächlich habe ich mir auch schon einen Anführer angemalt, der von Herr der Ringe kam und nicht direkt von Saga. Tja, und nun wird es auch mal Zeit, dass ich mich an meine restlichen Anglodeen setze. Und was ich in den letzten zwei Wochen denn so alles geschafft habe, ja, das seht ihr hier. Nun gut, ich hatte es euch ja versprochen und deshalb habe ich mich fröhlich dazu gezwungen, mich an meine Saga-Jungs zu setzen. Das erste, was ich tat, war die Base zu besanden. Das habe ich mit Blumenerde gemacht, wie in Folge 19 von Deist erklärt wurde. Dann habe ich angefangen, alle Figuren zusammenzubauen, doch zuvor musste ich alle Gussgrate entfernen, was echt eine Menge Zeit gekostet hatte, da die Minis doch viele Gussreste hatten. Das Nervigste waren tatsächlich die Waffen in die Hände der Figuren zu legen. Hier und da musste man die Speere wieder etwas zurechtbiegen, nicht kompliziert, aber etwas fummelig. Dann kam der zeitraubendste Moment. Ich konnte die Figuren nicht einfach auf die Base kleben, da ich ja schon Erde drauf hatte. Dadurch wären die Figuren nur auf die Erde geklebt worden und der Halt der schweren Metallfiguren wäre, sagen wir es mal so, fraglich gewesen. Also habe ich die Figuren gestiftet. Ich habe in die Füße kleine Löcher gebohrt und ein Stück von einer Büroklammer hineingesteckt. Dann habe ich ein Loch in die Base gebohrt. In diese wurde dann der Stift aus den Füßen der Mini gesteckt und alles wurde mit ganz viel Sekundenkleber abgedichtet. Das war vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber Hauptsache es hält. Also erstmal. Also bis zur Bemalung zumindest. Also überhaupt. Nein, doch. Es hält. Das hat mich echt schon einige Zeit gekostet. Eigentlich wollte ich alles an einem Abend durchhaben, da der Aufwand aber echt viel war und ich nicht frustriert aufhören wollte, habe ich mich nur auf meine Elite-Truppen konzentriert und die normalen Krieger erstmal außen vor gelassen. Okay, also eigentlich machen sie noch nicht so viel her, aber hey, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und wenn die bemalt sind, kommen ganz große Taten auf sie zu. Ehrenwort.
Wie ihr in den letzten Folgen mitbekommen habt, halt es tatsächlich hier bei DICE sehr stark in Moderation. Das liegt tatsächlich daran, dass ich in neue Räumlichkeiten gezogen bin, die eigentlich zum Produzieren richtig toll sind, allerdings ganz schön scheiße, was den Ton angeht. Ich arbeite an dem Problem, es wird sich ändern, das dauert allerdings noch ein klein bisschen. Ich hoffe, dass ihr da ein bisschen geduldig seid. Aber definitiv keinen großen Hall gibt es an meinem Bemaltisch, an dem ich euch heute schön rostige Waffen bemalen lehren möchte. Ja, und dazu geht es natürlich weiter im vierten Teil bei der Bemalung des Vermin Lords. Ja, und solltet ihr im kommenden Video jetzt den ein oder anderen Malschritt nicht nachvollziehen können, empfehle ich euch definitiv die ersten 8 bis 9 Folgen von DICE nochmal anzuschauen, denn dort habe ich in jeder Folge eine andere Grundmaltechnik vorgestellt, die tatsächlich auch hier die meisten zumindest zum Einsatz kommen. Und ich merke jetzt gerade, dass ihr schon mit den Hufen scharrt, um endlich Rost zu malen. Also setzen wir uns an den Tisch. Wie ihr seht, ich habe das Metall schon angemalt und zwar mit einem ganz normalen dunklen Metall. In diesem Fall war es Lead Belcher und habe es auch gleich schon gewascht, nachdem es trocken war. Mit Nullenöl, also mit einem schwarzen Wash, damit es schon ein bisschen Struktur bekommt. Und weil das natürlich ein Corruptor ist, soll das Ganze natürlich auch in gewisser Hinsicht verrostet aussehen. Und es gibt ganz, ganz viele Rosttechniken, die ich auch schon mal vorgestellt habe. Allerdings möchte ich diesmal eine zeigen, die am schnellsten geht. Und zwar ist es eine Kombination mit der Farbe Typhus Corrosion von Games Workshop und ebenfalls von Model Mates, womit ich eben den Grünspan gemacht habe, und zwar den Rust-Effekt. Als allererstes haben wir Typhus Corrosion von Games Workshop und ich sehe gerade, ich habe mich angemalt hier. Seht ihr, ich versuche euch Malen beizubringen, kann mich nicht mehr selber beherrschen, mich selbst anzumalen. Okay, muss ich mich halt gleich waschen, ist ja auch schon wieder Weihnachten. So, Typhus Corrosion ist eine Farbe, die ist halbtransparent und hat ist ein bisschen körnig. Das heißt, wenn man sie aufträgt, wirkt das Ganze schon wirklich, als ob irgendwie Öl rübergeflossen ist. Wenn das dann getrocknet ist und man mit dem Finger rüberstreicht, dann fühlt man eine leichte Struktur. Ich benutze das immer total gerne für Rost als erste Grundschicht. Also, was machen wir? Wir malen einfach mal Typhus Corrosion auf die Klinge. Ich würde sagen, ich versuche sie zum Großteil damit anzumalen, aber ein bisschen Silber übrig zu lassen, weil Typhus Corrosion doch schon sehr, sehr stark die Farbe einfärbt. So, und da tragen wir die Farbe jetzt auf. Und wie ihr seht, da ist schon so eine gewisse Körnigkeit drin. Ich verdünne das Ganze mal ein klein wenig, damit noch ein bisschen Metall da durchkommt. So, und wenn man das natürlich verdünnt, wird dadurch die Farbe auch wieder enorm ergiebig. Das lassen wir trocknen und tragen das, während das hier trocknet, erstmal auf alle anderen metallenen Klingen auf. Wichtig zu erwähnen ist, dass ihr natürlich Typhus Corrosion erst auftragt, nachdem das Nullenöl getrocknet ist. Wenn sich das vermischt, ist das natürlich ein bisschen kontraproduktiv. So, und wie ihr seht, ist das richtig schön körnig ausgetrocknet hier. Das benutzen wir nachher später. Jetzt kommt allerdings erstmal der nächste Schritt und zwar benutzen wir den Rosteffekt von Model Mates. Und wie auch bei dem Grünspan, also bei dem Vertigis Blue, müssen wir das Zeug gut schütteln vorher. Und auch das ist, wie ihr seht, sehr, sehr flüssig. Das müssen wir im Endeffekt wie ein Wash tragen wir das auf. Ich möchte es allerdings partiell auftragen, also nicht komplett einmal drüber, sondern ich nehme einen etwas gröberen Pinsel und mache das ein bisschen fleckig und verwische das ein wenig, damit das nicht die ganze Klinge komplett verrostet ist. Denn das ergibt eine sehr, sehr schöne Kombination, wenn man darunter die Typhus Corrosion Metallschicht noch sieht. Wichtig ist, dass man guckt, dass die Übergänge, sollten die jetzt ein bisschen zu stark sein, mit einem nassen Pinsel ausbessert. Mal mehr, mal weniger, das ist ganz schön, weil es dadurch nicht zu gleichmäßig wirkt. Denn alles, was mit Korrosion zu tun hat, oder im Endeffekt alles, was einigermaßen natürlich ist, ist alles andere als gleichmäßig. Und je chaotischer das alles wirkt, umso realistischer ist es nachher im Endeffekt. Ja, und das ist das Ergebnis. Ihr seht schon, diese Model Mates Farben sind tatsächlich ganz beeindruckend und man kriegt ganz schnell sehr guten Rost hin. Also hier seht ihr, gibt es ganz chaotische Muster, da blinkt das Silber noch durch. Wenn wir uns den anderen mal anschauen, obwohl da genauso die Farbe aufgetragen wurde, sieht es da wieder ganz, ganz anders aus. So, und wenn man jetzt mit dem Finger rüberfasst, spürt man noch ganz leicht die ganzen kleinen Steinchen oder dieses Granulat, was in dem Typhus Corrosion drin ist. Und das wollen wir uns gleich zunutze machen, um diese Waffe gleich noch ein bisschen zu bürsten. Denn auch wenn eine Waffe rostig ist, wird sie ja benutzt. Und dort, wo sie benutzt wird, dort platzt ein bisschen Farbe ab. Nehmen wir uns wieder ein ganz normales Silber und werden mit der Trockenbürsttechnik die Waffen ein wenig bearbeiten.
Wichtig dabei ist, dass man jetzt beim Trockenbürsten wirklich ganz, ganz fein arbeitet und nicht wirklich doll aufdrückt, denn wir wollen, dass nur dieses Granulat Silber ist und natürlich die Kanten der Waffe. Wenn wir richtig doll aufdrücken, dann kann es durchaus sein, dass wir die ganz große Fläche Silber anmalen und dann wäre das alles hinfällig. So, gucken wir mal. Ganz fein rüberbürsten. Dann seht ihr schon, dass da diese Steinchen wirklich hervorkommen. Dadurch kriegen wir einen rostigen Waffeneffekt hin, der extrem schnell ist und echt super. Und jetzt habe ich zum Beispiel zu doll raufgedrückt, so ein Mist. Ah, ich kann euch nicht zeigen, ich bin zu blöd. So, ein bisschen Farbe wieder abmachen und einfach weitermalen. Ich hoffe wie immer, ihr habt ein bisschen was für euch mitgenommen und ich konnte euch mit dem ein oder anderen Trick ein bisschen beim Bemalen helfen. Ihr seht, das ist alles tatsächlich ziemlich, ziemlich einfach. Und wenn ihr Fotos von rostigen Minis habt, die ihr mit dieser Technik bemalt habt oder ihr habt meine kopiert, dann möchte ich euch bitten, mir die Fotos bei Facebook zu schicken und ich teile sie dann der kompletten Community und vielleicht sage ich auch das ein oder andere dazu. Was soll ich sagen? Also ich werde wahrscheinlich die meisten gut finden, weil eigentlich bin ich kein guter Maler. Ich kann immer nur gute Grundtechniken zeigen. Dass mir die Figuren von Infinity the Game ziemlich gefallen, das merkt ihr wahrscheinlich daran, dass es auch sehr oft in der Sendung drin ist. Allerdings gibt es auch da immer noch Minis, die tatsächlich aus der Masse hervorstechen und zumindest sehr interessant wirken. Deswegen habe ich mir einfach mal die Kumbiker der Hakislam besorgt. Auch wenn Hakislam nicht die Fraktion ist, die ich spiele, fand ich die Figuren doch so hervorstechend, dass ich jetzt einfach mal ein Review dazu mache. Und wie diese Söhne der Anarchie bei mir abschneiden, das seht ihr jetzt. Die Kum Motorized Troops des Hakislam sind eine Truppe für schnelle Hit-and-Run-Angriffe. Das liegt aber auch in der Natur der Sache, denn die Jungs auf ihren Höllenmaschinen sind nicht nur echte Biker, sondern leben nach dem Motto, wer bremst, verliert. Da die Kum-Biker die Sonderregel Extreme Impetus haben, bekommen sie am Anfang einer jeden Runde einen Extra-Befehl, den sie allerdings noch ausgeben müssen, um auf den nächstmöglichen Gegner zuzurasen. Das hat nicht immer Vorteile und kann tatsächlich die Kum-Biker in eine ziemlich ernste Lage bringen, um allerdings diese Zwangsbewegung zu verhindern, um ein bisschen mehr Kontrolle über die Jungs zu haben, kann man einen normalen Befehl ausgeben bzw. diesen opfern. Da die Jungs immer nach vorne stürmen müssen und nicht von Deckung profitieren, macht sie das zur perfekten Zielscheibe für den Gegner. Daher sollte man sie gut vor Feinfeuer schützen, sodass sie nicht in der ersten Runde direkt gleich vom Rad geballert werden. Aber zum Glück sind die Trooper mit einem Rauchgranatwerfer ausgerüstet, die zumindest theoretisch dem Gegner die Sicht verwiesen können. Die Rauchgranaten sind das Ass im Ärmel der Motorized Troopers, denn während sie ihren Impetus-Befehl ausführen, können sie eine Rauchgranate vor sich schießen und damit dem Gegner die Sicht nehmen, sodass sie für den Feind unsichtbar nach vorne stürmen können. Allerdings nur solange der Feind kein Multispektralvisor besitzt, denn nun ja, der Rauch macht dem nichts aus. Wie bei vielen Schnelleinheiten halten die Bikes nämlich nicht viel aus und sind schnell aus den Latschen gehauen, allerdings kloppen sie im Nahkampf so richtig zu. Der Nahkampfwert von 20 ist der große Vorteil der Kum, denn sollte es mal zu einem Handgemenge kommen, wo sie mit beteiligt sind, kann man diesen Wurf eigentlich gar nicht verkacken. Außer man würfelt zu niedrig. Aber da man die Kum je nach Ausrüstung mal gegen gut gepanzerte Truppen, mal gegen elektrisch empfindliche Einheiten schicken kann, sind sie absolut tödlich, wenn sie mal in den Nahkampf kommen. Je nach Version haben die Kum entweder ein Gewehr mit einer leichten Schrotflinte, was sie auf mittlere Distanzen stärker macht, oder sie haben nur eine Chain Rifle oder die leichte Schrotflinte, um sie auf kurze Distanzen auf den Gegner schießen zu lassen. Da die Biker aber einen recht mageren Schusswert von 11 besitzen und sie eh mehr auf den Nahkampf ausgelegt sind, ist es empfehlenswert, ihnen eine Chain Rifle zu geben. Dann legen sie nämlich einfach nur eine Schablone auf den Gegner und kosten nur elegante 10 Punkte pro Bike. Ja, und wo wir jetzt wissen, wie die Figuren im Spiel abschneiden, wäre es natürlich auch interessant zu wissen, was denn so der Bausatz alles kann. Das Beste an den Bausätzen ist tatsächlich, dass die Fahrer getrennt von den Choppern sind. Das heißt, dass man sie komplett einzeln voneinander bauen und bemalen kann. Dadurch kann man auch ohne Aufwand zum Beispiel nur die Bikes als Deko für das Spielfeld nutzen. Man sollte aber nicht ganz unbedarft an den Zusammenbau herangehen. Sind die Fahrer noch leicht zu kleben und bestehen aus wenigen Teilen, wird es bei den Bikes etwas komplizierter. Der Körper besteht zwar aus zwei Teilen, aber es gibt noch eine Tüte mit einer ganzen Menge Kleinkram. Diese richtig zuzuordnen ist nicht ganz leicht, da es nämlich auch keine Bauanleitung gibt. Außerdem sind einige Teile sehr fitzelig und hier und da sind recht mächtige Gussreste an der Figur, die natürlich vorher entfernt werden müssen. Der Guss an sich ist allerdings gestochen scharf, der Kontrast ist spitze und die Dynamik der Figuren ist ziemlich cool. Sagt man das heute noch?
cool? Die Cum Motorized Troops sind wohl Corvus Bellys Liebeserklärung an den Sons of Anarchy und Easy Rider Lifestyle. Coole, bärtige Typen auf heißen Motorrädern. Im Spiel sind sie allerdings eine sogenannte Hit-and-Run-Einheit, die mit ein klein wenig Können unter Kontrolle gehalten werden muss, damit sie auf dem Feld Sinn ergibt. Die Modelle hingegen sind wie bei Infinity üblich wunderschön designt, allerdings auch etwas herausfordernd, was den Zusammenbau und die Bemalung angeht. Mein Fazit lautet also, dass die Cums sowohl spielerisch als auch bemaltechnisch etwas für Fortgeschrittene sind. Aber mal ganz ehrlich. Fortgeschritten ist da vollkommen egal. Habt ihr die Minis gesehen? Diese Chopper? So, Herrschaften. Die 19. Folge von Diced ist kurz vorm Ende, aber nicht bevor ich euch darauf aufmerksam gemacht habe, dass ich mich doch sehr über ein Abo von euch auf dem YouTube-Kanal von Diced sehr freuen würde. Ja, und einen kleinen Vorteil hat so ein Abo für euch natürlich auch, denn auf dem Kanal könnt ihr alle Folgen von Diced, die bisher gelaufen sind, und noch weitere Videos exklusiv dort sehen. Die sind nämlich nur auf diesem YouTube-Kanal zu sehen, leider nicht auf dem Kanal der Rocket Beans. Ist aber egal, ihr wisst jetzt, wo ihr sie findet. Außerdem könnt ihr mich bei Facebook, ach was sage ich, könnt, solltet ihr mich bei Facebook adden, denn dort findet ihr mich unter Diced Gaming und ihr bekommt dort mehr Infos zur Sendung und zum Hobby. Ja, und nun bleibt mir tatsächlich nichts anderes zu sagen, als euch viel Spaß mit dem restlichen Programm an diesem Samstagabend bei den Bohnen zu wünschen. Und solltet ihr ihn nicht haben, gibt es, wie ihr schon wisst, Krav Maga für alle oder zumindest Kibotu oder Völkerball oder... Weiß nicht, bevor ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne und auf offener Straße von euch zusammengeschlagen werde, werde ich jetzt in die Sonne gehen und wünsche euch viel Spaß. Tschüss!